Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Weihnachtspost von meinen Mädels bekommen und ich packe das mal eben aus. Ich habe allerdings die Adresse noch nicht abgemacht. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen hier gerade. Mal schauen, ist da hier die Öffnung. Hier das Papier rausmachen und sie hat es sogar eingepackt in Papier. Das ist ja ein richtig cooles Geschenkpapier. Ja, Post von meinen Mädels bekommen und schaut mal, total cool. Ich liebe ja Disney und das ist ja richtig schön. Und wenn ich so fühle, es ist ziemlich schwer, muss ich sagen. Es war nicht leicht, das Paket. Habe ich aus der Packstation abgeholt. Und da habe ich das rausgeholt. Und ich denke, mein Gott, warum ist das denn so schwer? Da bin ich ja mal gespannt. Aber das Geschenkpapier ist schon mal sehr, sehr cool. Das gefällt mir gut. Schaut mal, wie detailreich auch. Hier mit Schneewittchen, die sieben Zwerge, der schöne Hintergrund. Hier zwischendurch. Das ist richtig cool. Das musst du mir unbedingt mal schreiben, wo du das her hast. Das finde ich nämlich cool. Und hier scheinen auch verschiedene Disney-Prinzessin. Hier ist Küstenfrosch, hier ist Ariel, hier ist noch Rapunzel, das sieht man aber gerade nicht. Das ist, glaube ich, Belle. Mega. Aber wir packen es mal aus. Ah, hier ist auch Rapunzel. Oh, ich bin so gespannt. Warte mal, bestimmt ist hier auch noch zugeklebt, ne? Ich weiß gar nicht, steht da ein Gewicht drauf? Na, da steht bis 2 Kilo. Ich bin eher mal ein bisschen schlecht, was das Schätzen angeht. Aber das Papier ist richtig schön. Hier seht ihr auch nochmal Cinderella. Und hier ist noch, wie heißt die denn? Das ist die von... Ja, komme ich gerade nicht. Wer es weiß, unten in die Kommentare. Oh mein Gott. Es ist blau. Meine Zuschauer müssen beide nicht wissen. Blau sind bei mir immer Perlenbilder. Ich habe es irgendwann auch mal in einem Video erwähnt. Das war noch schon eine ganze Weile her. Blau ist ja gar nicht meine Lieblingsfarbe. Aber ich habe super viele Bilder, die einfach blau sind. Das ist, glaube ich, das, was ich denke, ne? Ja. Mal schauen, mit dem Zettelball. Ah, das ist die Legende. Ja, das ist auf jeden Fall... Sind das zwei Seiten? Oder ist das Papier so dick? Ich glaube, das Papier ist nur so dick. Ist nur eine Seite, das Papier ist so dick. Das ist ein Bild von der lieben Nadja aus ihrem Shop. Wir haben hier 45 Farben. Und das habe ich schon ganz, ganz lange im Auge. Und dann war es irgendwann ausverkauft oder es war, glaube ich, schon direkt ausverkauft. Die Perlen, schaut mal. Das ist so schön, ne? Ich kriege das, glaube ich, gar nicht ganz drauf, beziehungsweise ich sehe auch gerade, dass es hier hinten viel Zeit hat. Ich hebe euch mal hoch. Und das ist dieses wunderschöne Bild. Ja, ich habe das gesehen und ich habe mich sofort verliebt in dieses Bild und war es ausverkauft. Ich hatte keine Chance, es zu kriegen. Und hier ist nämlich noch so ein Fisch drauf. Und es ist so ein absolutes Fantasiebild irgendwie mit diesem Fisch. Aber ich fand es so schön. Ich habe mir jetzt ganz viel, was man einfarbig sticken kann. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist größer als dieses Mega-Projekt, was ich habe. Das habe ich irgendwann mal im Stream mit euch angefangen. Oh, schaut mal, wie cool das ist. Das sieht so schön aus. Ich bin richtig begeistert.
mal gekauft haben. Das sind hier die Öffnungen. Gucken, ob sich das so anpassen lässt, wie das, was ich, also dieses Mega-Projekt, was ich irgendwann mal bei ihr gekauft habe. Ich glaube, die Stoffe sind ein bisschen fester, also ich müsste sie mal nebeneinander halten, aber es fühlt sich jetzt so an. Das ist der Druck. Kann man aber ganz gut erkennen. Also 45 Farben ist schon relativ viel. Schau mal hier in den Fisch. Kann man aber gut erkennen. Also ich denke, das macht Sinn, das zu sticken, wenn es ein bisschen das Wetter besser ist und es wieder ja, heller wird, weil jetzt ist es natürlich immer schon super früh dunkel. Also wenn ich nach Hause komme, ich gehe quasi im Dunkeln zur Arbeit und ich komme nach Hause, wenn es dunkel ist. Ich habe zwar eine Tageslichtlampe, damit lässt es sich mit Sicherheit ganz gut sticken. Aber ich denke, das ist nicht verkehrt, wenn man das in hellen stickt, bei Tageslicht. Oder dann halt bei einer Tageslichtlampe. Ich glaube, dann kann man es am besten erkennen. Ja, das wird natürlich dauern, bis ich das anfange. Aber das ist richtig, richtig schön. Vielen lieben Dank dafür, meine Mädels. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Das ist ganz gut. Entschuldigung. Sehr cool. Wir gucken mal die Farben an. Jetzt mal zur Seite. Ich mache das alles zu, sonst habe ich gleich alles auf der Couch verteilt. Und jetzt packe ich die direkt wieder rein. Ich sehe hier schon original Preciosa-Tüten. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, entweder ja, für den Hintergrund wahrscheinlich. Ich glaube, das ist alles die gleiche Farbe, ne? Ah, hier hat sie auch drauf geschrieben, 28. Da sind übrigens immer 50 Gramm drin. Das sind aber schon mal alles die gleichen Farben hier, wie ich das sehe. Und dann sehe ich hier gerade noch eine. Also das Gute bei Nadja ihr ist halt, wenn ihr die Legende habt, hier, sie hat halt immer die die Preciosa-Nummern dabei. Das heißt, wenn ihr jetzt was habt, dann könnt ihr genau schauen, welche Nummer ist das, weil ihr wisst ja, ich sticke immer nach Nummern. So. Ja, tolle Farben. Also ganz viel Blau, das werdet ihr jetzt alles sehen, mal wieder Blau, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich nicht so ein paar Bilder mit Blau schon gestickt oder so. Also, die ist ja auch mega. Kommt in der Kamera nicht so schön rüber. Aber das ist auch sehr schön. Ihr seht das ja, also diesen Haufen voller blauen Türkistöne. Ja, ich habe das Bild damals gesehen und ich war so begeistert davon. Das ist vermutlich das Gleiche. Ja, müsste ich mal kontrollieren. Das könnte das Gleiche sein. Bin mir nicht zu 100% sicher. Manchmal täuscht das auch. Hier haben wir nicht so viele von. Hier auch nicht. Das ist, glaube ich, schwarz. Ja, es wird immer so früh halt schon dunkel und da kann ich euch immer so schlecht irgendwas zeigen. Schöne Farben. Das andere mal so eine ähnliche wie eben, aber heller. Die andere hatte mehr so einen Schwarzanteil. Wie ich das denn hier? Genau. Man sieht den Unterschied in der Kamera also schon, aber nicht so doll. Der ist dann echt viel doller. Viel stärker diesen Unterschied zu erkennen. Hier auch ein prall gefüllter Beutel mit Blau. Ah, tolle Blautöne. Ein bisschen lila hier dabei und ein bisschen rosé. Die ist auch schön. Wahnsinn.
Also ihr seht, bei manchen Farben ist gar nicht so viel drin. Ich mache das immer bei den Vordruckbildern so. Also wenn ihr ein bisschen Probleme habt, die Farben oder die Symbole richtig auf diesen Vordruckbildern zu sehen, wenn ihr euch das Bild vorbereitet im Perlenbuch oder im Perlenbrett oder je nachdem, wo ihr eure Perlen aufbewahrt, dann schaut euch jede Farbe einmal an mit dem Symbol auf der Legende und mit dem tatsächlichen Symbol. Also ihr habt auf dem Bild selber keine Legende, ne? Dafür habt ihr halt jetzt diese Papierlegende. Schaut auf jeden Fall da mal, wenn ihr das einsortiert, und schaut mal, ob ihr dann die Symbole entsprechend auf dem Bild wiederfindet. So habe ich das nämlich auch mit meinem Megaprojekt gemacht, das, was ich mal bei einer Jack gekauft habe. Das ist dieses Schloss im Himmel mit so Heißluftballons. Wer mich schon länger verfolgt, der wird das auf jeden Fall mal gesehen haben, dass ich das mal auf Twitch gemacht habe. Ein Video habe ich zwar, also ein Unboxing habe ich gedreht, aber ich habe euch keinen Stick mit mir gemacht oder so. Das habe ich halt nur in einem Twitch-Stream mal gestickt. Und dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch alle Farben einmal quasi hinlegt, wenn ihr das einsortiert, und einmal auf den Stoff sucht, ob ihr das da alles zuordnen könnt. Und wenn ihr irgendwas nicht findet, dann versucht nach dem Ausschlussverfahren zu arbeiten. Dann klappt es meistens. Aber könnt ihr auch generell bei Vordruckbildern, wenn ihr euch da nicht einig seid, welche Farbe jetzt was ist. Und seht ihr, das ist so dieses Unterschied, hier dieses durchsichtige, dann hier dieses komplette. Also es ist, ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie schön Perlenbilder sind. Tolle Farben, wirklich. Ja, mal gucken, wann ich da mal zukomme, das zu machen. Das ist ja auch nicht klein, ich weiß auch nicht genau, wie groß es war. Oder wie groß es ist, besser gesagt. Müsste ich tatsächlich mal schauen, ob ich das irgendwo noch bei ihr finde oder ob die Mädels das zufällig wissen. Und dann, ja, mega. Finde ich total schön, das Bild. Also absolutes Fantasiebild, aber mega. Also jetzt hier so, bei Dunkel kann ich es schlecht erkennen. Also man kann es erkennen, keine Frage. Aber ich denke, am besten könnt ihr sowas mit Tageslicht, Licht aus der Lampe stecken. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das werde ich gleich erstmal verräumen. Und ich befürchte, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich das sticken kann. Ich denke mal, in 23 wird es vermutlich nichts, weil ich ein paar Projekte habe, die noch vorgemacht werden müssen. Oder die ich gerne davor machen werde. Möchte. Mein Gott, Deutsch ist auch schon wieder nicht vorhanden. Aber das wird auf jeden Fall von mir gestickt. Mega. Also die Farben, ihr seht es in meinem Beutel. Mega. Pastellfarben, schön viele Blautöne. Wie gesagt, Blau ist eigentlich nicht meine Lieblingsfarbe. Aber ich feiere es extrem. Ich liebe es. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ba 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 ba